Quantität und Qualität. Das ist der Unterschied. Und ich habe auch sozusagen mit der Herr Ziegelmeier, gell? Ziegelmeier, genau. Selber was erfunden, und zwar nicht Bücher geschrieben, sondern eine CD gemacht. Und da sind lauter Stücke von mir drauf und aus denen möchte ich jetzt was spielen. Dazwischen. Und aus einer kleinen wird schnell eine große Geschichte. Beim Lesen werden Sie schnell feststellen, dass die Auswahl der Geschichten bzw. Ihr lokaler oder persönlicher Bezug fast immer auch aus Ihrem Umfeld, also aus einer anderen Stadt, aus einer Gemeinde oder was, stammen könnte. Genauso ist man mit dieser Geschichte gegangen. Das ist ein Buch, das habe ich geschrieben, über die Zeit zwischen 1945 und 1968. Da bin ich in Moosburg drin aufgewachsen, geboren in München, aufgewachsen in Moosburg und dann nach Berlin abgehauen. 68er. Und das ist das Einzige, wo ich also weiß, das wirklich gut geht in diesem Raum. Moosburg, Landshut, Freising, da hat das mittlerweile so eine Verbreitung, ich tue das immer wieder nachdrucken. Und weil vieles Realsatire waren, ist, so kommt der Humor nicht zu kurz, das habe ich schon gemerkt, also das war nichts für mich, wenn ich das so. Darauf habe ich mit Gesinnungsgenossen meist großen Wert gelegt, sogar bei den wirklich unangenehmen Themen und Ereignissen der Zeit zum Rechtsradikalismus. Dessen Bekämpfung habe ich mit dem Rattensyndrom, so heißt das Stück, die umfangreichste Geschichte gewidmet. Die lese ich nicht vor, weil die ist zu lang, die muss man wirklich in Ruhe lesen. Der Kern vieler Stücke hat eben einen politischen Hintergrund, der in unserer Heimatgemeinde größere Auswirkungen hatte. Ich bin ein engagierter Bürger dort, kämpft jetzt mittlerweile so im Stadtrat einer unabhängigen Gruppierung und mit Bürgerinitiativen für eine lebendige Demokratie und gegen den Filz der etablierten Parteien. Der Untergang des Abendlandes mit dem Hellenbier hat es angefangen und mit der Republik hat es aufgehört. Also eine Simplicissimus-Karikatur aus dieser Zeit, die also über Bayern und die Revolution in Bayern mir zu einem Kapitel verholfen haben. Also, da habe ich also einen Haufen von diesen Bildern drin und da will ich nur kleine Auszüge von Autoren, die sich wirklich mit Bayern befasst haben. Also, zum Beispiel der Achterbusch, der hat geschrieben, die bayerische Verzweiflung hängt in aller Regel wortlos und ohne Abschiedsbrief des Morgens im Heuboden. Oder, wenn es um Revolution geht, die Bayern machen bloß, was sie immer machen. Und zwar, wenn sie auch noch so technisiert sind, nämlich Mist auflohen, in Gummistiefeln stehen sie in der Miststadt, legen vom Misthaufen mit der Mistgabel Mist auf den Mistwagen, den sie dann auf beiden Seiten mit dem Mistbrett schräg schlagen. Sie sind stolz auf ihre Oberarmmuskeln und sie sind stolz, dass ihre Regierung ihren Stolz auf den Stolz ihrer Oberarmmuskeln vertritt und dass sie von ihrer Regierung behandelt werden, wie sie den Mist behandeln. Denn keinem soll es besser gehen. Und dann ein Mann, der Oskar Panizza. Der Oskar Panizza war auch einer, den sie eingesperrt gehabt haben, ja, weil er halt unchristlich geschrieben hat. Und der hat ein Sittenbild über Bayern geschrieben, und zwar die Wallfahrt nach Andex. Sollte man mal im Original lesen, äußerst vergnüglich, passt dazu. Und der entsetzt sich dabei über die Hinterfotzigkeit des Alltags, die erkernbohrend der Prozession und ihrer Aufstellung und ihrem Ablauf und ihrem Ende in Andex entnimmt. Er schreibt da, sie, die Bayern, haben sich mit einer für ihr ureigenstes Wesen
geeigneten Religion arrangiert. Auch die gebildetsten Minister, selbst wenn sie nicht bekennend sind, haben die Grundausbildung im Beichtstuhl, heute würde man sagen in Tundenhausen, nie vergessen. Wenn du den Ablass, die Vergebung der Sünden in der Tasche hast, dann bist du gepanzert und gesichert gegen alle Fährlichkeiten des Lebens. Dann lass deinen Begierden freien Lauf, sei Bestie oder Schlange, Hund oder Schakal. Hast du genug, dann geh wieder Wallfahrten und Beichten. Gebrauche das katholische Lehrmittel und deine Schakalseele wird wieder unsterblich. Für den Rosenkranz, er nennt sie eine Handvoll Pfeffernüsse, und eine abgelaufene Schuhsohle bekomme ich was Psychisches, um mein vertrocknetes, ledernes Herz rekonstruieren. Eine sozialdemokratische Versammlung statt. Es ging darum, ob die Mehrheitssozialisten, die sogenannte Basis, dem Appell der Unabhängigen, dem Kurt Eisner, folgen sollten. Eine Schlüsselfigur der Versammlung war ein riesiger Münchner Handwerker, von allen als Respektsperson geachtet. Zornig und verbissen redete man auf ihn ein. Was ist? Was sagst du? Machen wir jetzt mit oder nicht? Der Handwerker stand auf, atmete tief durch und sprach aus vollem Herzen. Also dann, machen wir heute eine Revolution, damit er ruhig ist. Mein Ruhrmächte haben wir eine Revolution, eine Ordnung muss her und ein Judenpogrom, ein Diktator kehrt her und gleich wieder der Fokal. Wir zeigen sie schon, wie wir Deutschland aufbauen.